Also nochmal herzlich willkommen zu unserem Webinar heute zum Thema Einführung in die Cloud Managed Security von Cisco Meraki. Und ja, ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Esther Vogelfinger. Ich präsentiere das Webinar heute für Sie und hoffe, dass Sie mich jetzt alle gut verstehen können, dass die Audioqualität gut ist für Sie und dass Sie die Slides sehen, die erste, die ich jetzt hier mit Ihnen teile. Und wenn Sie während des Webinars Fragen haben sollten, dann melden Sie sich gerne bei uns im Q&A oder auch gerne im Chat. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich auf Ihre Fragen zu antworten. Wir haben heute wieder sehr viele Teilnehmer dabei. Das heißt, wenn es ein bisschen länger dauert mit der Beantwortung der Fragen, dann liegt es daran, dass wir ja noch fleißig dabei sind, andere Fragen zu beantworten. Dann möchte ich Sie kurz um Geduld bitten. Gegen Ende des Webinars werden wir auch noch ein paar Minuten haben, um die restlichen Fragen zu beantworten. Also ja, da wissen Sie dann Bescheid. Und das, was wir jetzt hier auf der nächsten Slide sehen, das ist die Agenda, die wir heute besprechen werden. Wir beginnen mit einer Einführung mit einer ganz kurzen Einführung zum Thema Cloud Networking. Werden dann sprechen natürlich über eine Übersicht unserer Security-Lösung von Meraki und gehen dann über in eine Produktdemonstration, in der wir uns dann ausschließlich um das Thema Security unserer MX-Lösung von Meraki drehen und kümmern werden. Und haben dann im Anschluss nochmal so eine kleine Zusammenfassung von dem, was Sie heute gesehen haben. Und dann werden Sie auch nochmal eine Übersicht unserer Modelle sehen können, unserer Security-Modelle. Und dann, wie gesagt, haben wir nochmal ein paar Minütchen Zeit für letzte Fragen und dann kommen wir auch zum Schluss. Für die Teilnahme am Webinar heute erhalten Sie als Endkunde von Cisco Meraki, also nicht als Partner oder Reseller, sondern als regulärer Teilnehmer dieses Webinars erhalten Sie einen kostenlosen Access Point von Cisco Meraki inklusive einer 3-Jahres-Lizenz. Das heißt, das ist einfach ein Dankeschön von uns an Sie, dass Sie heute an dem Webinar teilgenommen haben. Den können Sie dann einfach mal bei sich ausprobieren und dann auch im Dashboard so ein bisschen in unserer Management-Plattform so ein bisschen loslegen und schauen, wie Ihnen das Ganze so dann in der Praxis gefällt. Und um diesen Access Point zu bekommen, müssen Sie sich einfach nur ganz kurz bei uns melden und Ihre Lieferadresse bestätigen und Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das brauchen wir, damit wir den losschicken dürfen. Und ansonsten finden Sie die Kontaktinformationen von Ihrem Ansprechpartner in Ihrer Reminder-E-Mail, die Sie gestern von uns erhalten haben sollten. Da stehen alle Kontaktinformationen von uns drin. Also melden Sie sich einfach im Anschluss nochmal bei Ihrem Ansprechpartner und geben Bescheid, dass Sie heute teilgenommen haben und dann schicken wir den Access Point los. So, jetzt starten wir aber auch mit einer kleinen Einführung zu Cisco Meraki. Und zwar ist es natürlich so, also für all diejenigen von Ihnen, die Meraki schon im Einsatz haben, die werden das Thema schon kennen natürlich, das ist für Sie jetzt nicht neu. Und die werden vor allen Dingen vielleicht auch schon mal an einem Einführungswebinar teilgenommen haben, wenn Sie also Meraki noch nicht im Ansatz haben, aber vielleicht schon ein bisschen was über Meraki erfahren. Aber dann gibt es auch immer ein paar Teilnehmer hier im Webinar, die da noch nicht so ganz auf dem aktuellen Stand sind. Und für diese Teilnehmer von Ihnen möchte ich da kurz nochmal einen kleinen Überblick geben. Und zwar ist es so, dass Cisco Meraki ein Cloud-Managed-Netzwerkhersteller ist. Das heißt, das Portfolio, was wir anbieten, das sehen Sie hier einmal in der Grafik so ein bisschen dargestellt. Und dann kann ich es Ihnen auch nochmal aufzählen. Und zwar haben wir Wireless Access Points in der Palette, Switches, Security, natürlich die UTM-Lösung, um die es heute geht. Meraki Insight ist eines unserer neuesten Produkte. Unsere Enterprise Mobility Lösung und auch Überwachungskameras. Der Unterschied zwischen uns und den meisten anderen Netzwerkherstellern und auch den anderen und auch vielen anderen Herstellern von Überwachungskameras ist, dass das ganze Thema über die Cloud gemanagt wird. Das heißt, dass es egal ist, wie viele Netzwerkgeräte Sie im Umlauf haben und um welche Netzwerkgeräte, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe oder Lösungen es sich handelt. Das komplette Portfolio können Sie aus dem Meraki Dashboard aus unserer zentralen Management-Plattform aus der Ferne konfigurieren, Fehlerbehebungen aus der Ferne durchführen und natürlich sich auch Analysen ziehen und Ihr komplettes Netzwerk einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit von jedem Ort der Welt aus zentral durch die Cloud Solution eben überwachen. Und
für den Einsatz der Mirakellösung brauchen Sie in dem Moment keine zusätzliche Hardware oder Software mehr und auch die Funktion der Controller wird vom Meraki Dashboard übernommen. Das heißt, Sie brauchen nur das Meraki Dashboard in der Cloud zur Verwaltung und Überwachung Ihres Netzwerks und Ihrer Netzwerkgeräte und Kameras und die Hardware vor Ort und das war's. Die Lösung, die ich Ihnen gerade kurz vorgestellt habe, macht uns zum Marktführer im Cloud-Managed Networking und außerdem sind wir bei Cisco eines der am schnellst wachsenden Business-Portfolios. Die Zahlen, die Sie hier auf der Slide sehen können, sprechen für sich. Das möchte ich jetzt nicht alles im Detail hier aufführen, aber da können Sie schon sehen, dass wir natürlich weltweit sehr, sehr stark vertreten sind mit Meraki. Das heißt, mit Meraki haben Sie eine komplett einsatzfähige, leistungsfähige, intuitive und über die Cloud verwaltbare IT-Lösung. Auf der nächsten Folie möchte ich ja so ein bisschen besprechen, was also dann konkret so die Attribute sind, die wir hier mit Meraki in Verbindung bringen und was auch Meraki so von anderen Cloud-Managed-Netzwerk-Herstellern oft auch abhebt. Und da haben wir das Thema Intuitivität, Skalierbarkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit hier einfach mal aufgeführt und ich erkläre Ihnen dann auch sofort natürlich, was wir damit meinen. Zum einen das Thema Intuitivität. Da ist es so, dass wir bei Meraki natürlich unsere einfache browserbasierte Management-Plattform haben, das Meraki Dashboard. Und das ist also so einfach gestaltet, dass es zum Einsatz von Meraki keine zusätzliche, keine Netzwerkexperten einstellen müssen, keine zusätzlichen extra langen Trainings benötigen, sondern sie wirklich sofort loslegen können, weil sich das Ganze einfach sehr intuitiv gestaltet. Und das ist einfach auch so, ja, das Kernprinzip von Meraki. Bei uns dreht sich immer alles um das Thema Simplicity. Und ich sehe gerade, dass ich so ein paar, Audioqualität sollte gut sein, Sie können mich hören, glaube ich. da dreht sich also bei uns alles immer um das Thema Simplicity, also Einfachheit. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, so viel Komplexität aus der IT wie möglich zu reduzieren, zu entfernen und IT und die Verwaltung von IT einfach wie möglich zu gestalten, damit sie sich eben auf andere Herausforderungen im IT-Alltag konzentrieren können. Auf der anderen Seite haben Sie dann aber auch sehr verlässliche, hochqualitative Cisco-Produkte, mit denen Sie eben im IT-Geschäft arbeiten können. Dann das Thema Skalierbarkeit. Bei Meraki haben Sie einen unbegrenzten Throughput. Sie können so viele Geräte und Standorte in Ihrem Netzwerk hinzufügen, wie Sie nur möchten und das ist auch sehr, sehr schnell erledigt. Ganz, ganz schnell gemacht, zum Beispiel über unsere Template-Funktionen im Dashboard können Sie Konfigurationen auf mehrere hunderte von Geräten auch gleichzeitig ziehen, ohne also individuelle Konfigurationen zum Beispiel vornehmen zu können und das Ganze lässt sich auch aus der Ferne machen, das heißt, Ihr Netzwerk ist unendlich skalierbar. Verlässlichkeit, hier möchten wir kurz erwähnen, dass unsere Rechenzentren von Meraki sich in Europa befinden, und zwar in Frankfurt und in München. Und dann haben wir noch ein Backup-Rechencenter in Dublin. Und das heißt natürlich, dass Ihre Daten dann bei Meraki eben auf deutschem Boden verbleiben. Oft kommt auch die Frage, was passiert mit meinem Netzwerk, wenn es bei einem Verbindungsabbruch oder bei einer Verbindungsstörung mit der Cloud. In so einem Fall ist es so, dass Sie in dem Moment keine Einstellungen Ihrer Netzwerkgeräte ändern können. Ansonsten merken sich die Geräte aber die Einstellungen lokal und laufen regulär weiter. Und sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, könnten Sie dann zum Beispiel auch wieder Einstellungen ändern, Firewall-Regeln hinzufügen, sonstige Geschichten. Zudem verpflichten wir uns allerdings zu der höchsten Betriebslaufzeit laut Service Level Agreement, die es gibt und die liegt bei 99,99%. Das heißt, dass Sie eben die geringsten Ausfallchancen sozusagen bei Meraki erreichen und höchste Verlässlichkeit. Letzter, aber natürlich sehr, sehr wichtiger Punkt ist das Thema Sicherheit. Links in der Grafik haben wir dargestellt, dass keine Benutzerdaten durch die Cloud gehen bei Meraki. Das sehen wir so an dem Pfeil, der so nach links abgeht. Und da sehen wir also, dass der komplette User-Traffic von der Meraki Cloud überhaupt nicht irgendwie gespeichert, verwaltet oder sonstiges wird, sondern wir rein nur Management-Daten in der, im
mit Managementdaten im Meraki-Dashboard arbeiten, eben zur Konfiguration, zur Instandhaltung Ihres Netzwerks. Diese Daten werden auch nur verschlüsselt an die Cloud geschickt und so läuft das Ganze dann ab. Thema PCI-Konformität haben wir bei Meraki auch abgedeckt. HIPAA und PCI-Konformität, da haben wir das höchste Level 1 erreicht und sind hierfür zertifiziert. Und dann möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, dass Sie gerade im Punkt der Security den enorm großen Vorteil von natürlich der zum einen Live-Lösung von Meraki haben. Das heißt also, wenn Sie sich für eine Cloud-Managed-IT-Lösung entscheiden, haben Sie einfach immer einen Live-Überblick über alles, was in Ihrem Netzwerk vorgeht. Was natürlich gerade im Sinne von Security ist und auf der anderen Seite auch ständig automatische Firmware-Security-Updates im Dashboard einfach angezeigt bekommen, also wenn es zu automatischen Firmware- und Security-Updates kommt. Und diese können Sie sich dann benutzerdefiniert eben in Ihr Netzwerk einstellen, das ganze Time festsetzen, wann es zu diesem Update kommen soll, sodass Sie also absolute Kontrolle über Ihr Netzwerk und über Ihre Netzwerksicherheit haben. Sollten Sie zu dem Thema Sicherheit, unseren Rechenzentren, Datenschutz und so weiter und so fort noch Fragen haben, dann empfehle ich an der Stelle immer, sich auch nochmal auf unserer Seite meraki.cisco.com/trust schlau zu machen. Da haben wir auch nochmal einige interessante Informationen, PDF zum Download bereitgestellt. Ansonsten würde ich auch hier nochmal empfehlen, sich einfach im Anschluss des Webinars nochmal kurz mit dass die sich dann nochmal mit ihrem Ansprechpartner in Verbindung setzen und sollten Sie dazu tiefergehende Fragen haben, die Sie dann im persönlichen Gespräch auch einfach klären können. So. Jetzt möchten wir aber natürlich übergehen in unser eigentliches Hauptthema heute und das ist natürlich die Security-Lösung von Meraki. Das heißt also, wie wir es hier schon schön formuliert haben, mit Meraki haben Sie eine komplette Unified Threat Management Lösung, die Sie eben vollständig aus der Cloud verwalten und managen können. Deckt Folgendes ab: Security, Networking und natürlich auch Anwendungskontrollen. All das, was ich Ihnen jetzt hier auf dieser und den nächsten beiden Slides so kurz erläutern werde, werden wir auch gleich in der Demonstration dann live sehen können, was genau damit gemeint ist und vor allem auch, wie einfach die Verwaltung dann an der Stelle sein wird. Beim Thema Security deckt unsere Lösung natürlich die Firewall der nächsten Generation ab. Inkludiert es auch Client- und Site-to-Site-VPN, Intrusion Prevention Detection, Malware Protection und eine GeoIP-basierte Firewall, mit der Sie eben ganze Länderkategorien aussperren können aus Ihrem Netzwerk, wenn das vonnöten ist. Dann ist natürlich unser Security-Gerät völlig eingebunden in unser Netzwerk, absolut über das Meraki-Dashboard verwaltbar und eben, wie wir es hier auch oben in der Topologie gezeigt haben, das zeige ich Ihnen auch gleich mal im Dashboard, natürlich auch ein Netzwerkgerät mit Suite G und 4G Failover, Static Routing, Mind Balancing und Failover, höchsten Verfügbarkeiten, WarmSpec können Sie natürlich auch einbinden und einer SD-WAN-Funktionalität, die ich auch gleich nochmal kurz erläutere. Und hinzu kommen natürlich sehr einfach zu bedienende Anwendungskontrollen, mit denen Sie Ihre Bandbreiten runterschrauben können, hochschrauben können, Traffic priorisieren können, ganze Website-Kategorien raussperren können, Content filtern können und das Ganze in sehr, sehr wenigen Klicks und mit wenig Aufwand. Da müssen Sie also wirklich kein Experte sein, um das Thema durchzuführen. Der enorm große Vorteil von unserer Security-Lösung ist natürlich auch, dass Sie natürlich das komplette Thema Security über das Dashboard managen können. Das habe ich natürlich eben schon mal in der Einleitung erwähnt, dass Sie einfach dieses intuitive zentrale Management mit Meraki bekommen, in dem Sie sofort loslegen können, die Komplexität einfach weitgehend wegfällt und Sie dadurch eben auch, wie wir es hier so links auf der Landkarte mal so versucht haben darzustellen, beziehungsweise es ist, das heißt versucht, also das ist, so sieht es dann auch später im Dashboard aus, wenn Sie mehrere Niederlassungen haben, diese einfach auf einen Blick haben, auf einen Blick sehen können, Ihre Security-Geräte orten können in allen Niederlassungen und sich sofort auch in verschiedene Niederlassungen einwählen können, sollte es zu irgendwelchen Problemen kommen und die Fehlerbehebung dann dort auch aus der Ferne in Echtzeit durchführen können.
Und hierfür steht Ihnen dann auch ein 24 Stunden, 7 Tage die Woche Support-Team zur Verfügung. Das sind bei uns natürlich ausgebildete Engineers, die da jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ganze, der ganze Support, von dem ich gerade gesprochen habe, ist in der Lizenz, in der Meraki-Lizenz inklusive. Und natürlich auch nochmal ein Vorteil von Meraki. Dann, was ich eben auch schon erwähnt habe, die größte Skalierbarkeit, die Sie mit Meraki haben und der Fakt, dass Sie zum Beispiel Dinge wie Site-to-Site-VPN innerhalb von 3 Klicks erledigt haben, was wir auch gleich sehen können. Natürlich unser integriertes SD-WAN und die Konfigurationstemplates, mit denen Sie sehr einfach Konfigurationen vornehmen können, auch für Security und da eben ja, sehr schnell Ihre Security konfiguriert haben. Und eben auch die Tatsache, dass Sie eine sehr, sehr hohe Visibilität und Transparenz erreichen durch das Dashboard, in dem Sie immer wieder Einsicht haben über Ihren Traffic, in dem Sie sehen können, welche Anwendungen werden genutzt, welche Nutzer machen vielleicht schon mal Probleme, welche User machen Probleme und das Ganze dann mit Hilfe von Layer 7, Firewall Layer 7 Anwendungskontrollen sehr schnell auch in den Griff bekommen können zum Beispiel. Hier führen wir jetzt einfach nochmal auf, was wir abdecken mit unserer Security-Lösung. IPS ist bei uns über SNORD, Intrusion Prevention Detection und läuft mit täglichen Updates natürlich. Dann haben wir das Thema Content Filtering über die Bright Cloud, die also am Tag über 4 Milliarden URLs durchläuft und das Ganze dann mit Updates in Echtzeit durchführt. Dann haben wir die Geo-Based Security, die eben Traffic aus ausgewählten Ländern blockieren kann, wenn es vonnöten ist. Die Malware Protection läuft über unser Cisco and Threat Grid. Und die PCI-Konformität habe ich eben schon mal erzählt, dass wir die abdecken. SD-WAN ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema und wird auch immer spannender, denke ich. Deswegen sage ich auch an der Stelle immer, SD-WAN ist eigentlich so ein Thema für sich nochmal. Und von daher, wenn Sie sich für SD-WAN ganz insbesondere interessieren, dann möchte ich da auch hier nochmal den kurzen Hinweis geben, dass wir auch Webinare zum Thema nur SD-WAN anbieten. Die finden auf Englisch statt. Und auch immer wieder regelmäßige Termine haben wir da online. Schauen Sie da gerne auch nochmal auf unserer Webseite nach, wenn das Thema SD-WAN für Sie nochmal gesondert spannend sein sollte. Insgesamt ist es so bei SD-WAN, dass eine policy-dynamische oder performance-basierte Passauswahl getroffen wird. Und je nachdem wird dann entschieden, über welchen Pfad oder Uplink der Traffic geschickt wird. Das heißt also, SD-WAN kumuliert in dem Sinne Cisco-Technologien sozusagen und analysiert dann die Links ständig sozusagen und testet die dabei auf Geschwindigkeit, Latenz und Jitter und entscheidet somit, wohin der Link gesendet wird und ist deswegen auch im Grunde genommen schneller und auch langfristig auch günstiger als, ich sag mal, herkömmliche MPLS-Netzwerke. Das heißt also, wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass ein Uplink eine gewisse Verlustrate erreicht hat, routet dann über SD-WAN, wird dann der Traffic intelligent auf eine intelligente Art und Weise über einen alternativen Uplink weitergeleitet, was zum Beispiel für das Thema Videokonferenzen, solche Geschichten natürlich sehr hilfreich und gut ist. So. Ich versuche das immer so gut wie möglich zu erklären. Wie gesagt, wenn Sie noch Fragen zum Thema SD-WAN haben oder sich einfach da noch mehr informieren möchten, habe ich gerade schon den Hinweis gegeben, dann auch gerne nochmal über das separate SD-WAN-Webinar. Hier haben wir dann auch nochmal einen Überblick darüber, dass wir natürlich auch für unsere Security-Lösung sowie für all unsere anderen Produkte immer wieder neue Features entwickeln. Das ist also wirklich so eine Kernkompetenz von Meraki, dass wir da immer wieder natürlich im engen Dialog mit unseren Kunden stehen, aber natürlich auch
sehr, sehr nah dran sind am Markt und schauen, was sind so die größten IT-Herausforderungen, was müssen wir tun, um einfach ja eine Security-Lösung anzubieten, die für jetzige, aber auch als für zukünftige IT-Herausforderungen eben ideal ist und ihnen zur Seite steht. Hier haben wir einfach mal so ein paar Feature-Beispiele in unserer Timeline hier aufgeführt, die in letzter Zeit hinzugekommen sind und in Zukunft auch immer weiter hinzukommen werden. Und mit dieser Slide möchte ich dann auch in die Demonstration in unser Dashboard übergehen und Ihnen jetzt zeigen, wie das Ganze dann also aussieht. So, wer das Meraki Dashboard noch nicht kennt, der sieht es dann also jetzt zum ersten Mal. So sieht das ganze Thema aus. Hier loggen Sie sich also ein in das Cisco Meraki Dashboard über Ihren Webbrowser, also Safari, Chrome, was auch immer Sie da gerne haben, und loggen sich ein mit Ihrem Benutzernamen und Passwort und, wenn Sie es so aufgesetzt haben, auch SMS-Authentifizierung und können dann sofort loslegen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel den Access Point, den Sie ja heute für die Webinar-Teilnahme erhalten, sich zuschicken lassen, dann können Sie auch einfach mit dem Access Point und Ihrer 3-Jahres-Lizenz auch einfach mal im Dashboard schauen, was das Dashboard alles so zu bieten hat. Hier können wir links einmal da schon feststellen, dass wir also wirklich alle sämtliche Netzwerkprodukte, aber auch zum Beispiel unsere Kameras und so weiter hier in einem Dashboard inkludiert haben. Ach, die Kameras sind jetzt in dem Fall nicht dabei, weil wir in unserem Office in London keine stehen haben. Aber in der Regel, je mehr Meraki-Produkte Sie hier hinzufügen, desto mehr Reiter werden Sie hier natürlich haben. Und das steht aber einfach dafür, dass Sie alle Netzwerkprodukte und auch die Kameras zentral über eine Plattform verwalten können. Das Ganze sehen wir jetzt auch hier einmal in der Topologie. Da wollte ich jetzt einfach mal mit starten. Das ist also, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, hier unser Demonstrationsnetzwerk aus unserem Standort in London. Und da sehen wir dann einfach hier die komplette Netzwerkinfrastruktur anhand der Topologie einmal aufgeführt und haben dann hier zum Beispiel auch natürlich unsere Security direkt mit integriert. Das heißt also, wenn Sie bereits Meraki nutzen und Access Points bis jetzt nur im Einsatz haben und Switches, dann würde die Security sich natürlich dem Ganzen hier sofort einfädeln und lässt sich dann natürlich auch sofort über das Meraki Dashboard verwalten. Hier in dem Fall können wir auch sehr schön sehen, hier haben wir ein größeres Gerät, die MX400, und auch eine WarmSpare aufgesetzt. Das heißt also, wenn die eine MX ausfällt, dann springt sofort die andere für uns hier ein. Und das Gute bei Meraki ist, wenn wir schon mal an der Stelle sind und darüber reden, da kann ich Ihnen einen kleinen Hinweis geben, dass Sie in dem Falle aber nur eine Lizenz kaufen würden, also erwerben würden, weil Sie auch immer nur ein Gerät im Einsatz haben. Das heißt also, auch wenn Sie sich für 2 Geräte entscheiden, wäre hier nur eine Lizenz nötig. So, hier haben wir also schon mal die Integration ins Netzwerk gesehen. Dann gehe ich jetzt hier mal über in unseren separaten Security-Tab und da bin ich jetzt mal in unser Netzwerk in San Francisco gegangen. Da haben wir auch ein Meraki-Büro und da haben wir immer sehr viel zu zeigen. Deswegen habe ich mich jetzt hier mal in ein separates Tab begeben und da schauen wir uns jetzt heute mal die Security an. Und hier haben wir zum einen natürlich den Vorteil als kleine Einleitung für Sie, dass wir, so wie bei unseren anderen Netzwerkgeräten auch, hier einen schönen Summary Report haben, der uns erstmal immer täglich oder wöchentlich einen Überblick darüber gibt, was also gerade mit unserer Security hier los ist. Das heißt, jetzt stelle ich mir das mal für die letzte Woche hier ein und gucke mir jetzt mal alles an. Das heißt, hier habe ich einen Überblick über die Usage. Ich kann mir hier die Top Appliances bei Usage anschauen. Ich habe die Geräte im Gebäude hier nochmal geortet, habe hier eine sehr schöne Übersicht auch über die Clients per Day, die mir die Security hier ausspuckt, und kann natürlich Dinge nachvollziehen, wie zum Beispiel, welche Geräte werden hier am meisten eingesetzt, also welche Top-Client-Devices haben wir, was haben wir hier für Top-Applications auf Einblick. Da haben wir hier an erster Stelle zum Beispiel unsere eigene Homepage, die Meraki.com. Und dann sehen wir hier aber auch, welche URLs am meisten blockiert worden sind oder welche Kategorien wir hier am meisten blockiert haben, zum Beispiel Spam-URLs oder Spyware und Adware. So,
Das ist ein Report, den können Sie sich auch zu E-Mailen. Das ist ganz praktisch. Den kann man sich mal, ich sag mal, einmal die Woche auch zu mailen und anderen Kollegen zuschicken, wenn das interessant für Sie ist. Ist ein ganz schöner Überblick, wie ich finde. Als nächstes würde ich jetzt einfach mal sagen, beginnen wir mal mit dem Thema, das wir uns einfach vorstellen. Wir haben die Herausforderung, verschiedene Usergruppen in, ja, ich sag mal, Kategorien einzusortieren und möchten jetzt hier einfach mal Group Policies, also Gruppenregeln sozusagen hier aufsetzen, die wir dann eben in bestimmten Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung haben, um beispielsweise einzelne Clients zu sperren und dergleichen oder Clients bestimmten Gruppen hinzuzufügen. Dafür würde ich dann jetzt hier einfach zum Beispiel auf den Reiter Netzwerkweit gehen und hier eine auf den Reiter Group Policy. Und wenn die Seite dann jetzt hier kurz geladen hat, sehe ich dann jetzt hier einen Überblick all meiner Group Policies, die ich hier so im Netzwerk, in dem Fall in San Francisco, so aufgesetzt habe. Das heißt, hier haben wir eine besondere Group Policy für unser Accounting Team zum Beispiel. Wir haben eine, die einfach Facebook blockiert und so weiter. Was wir jetzt hier machen können ist, wir können uns jetzt hier einfach mal vorstellen, also wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein reales Beispiel, wir haben einen Kunden von uns, das ist eine Stadt in NRW, die 60 Schulstandorte im Einsatz, also Meraki in 60 Schulstandorten in der ganzen Stadt im Einsatz hat und in diesen Schulstandorten teilweise auch Berufskollege dabei hat, die eben mehrere Standorte hat, also mehrere Campus-Standorte. Diese dann eben mit Security zum Beispiel auch verwaltet. Und da ist zum Beispiel eine Group Policy, die wir uns jetzt hier einfach mal ausdenken könnten. Ja, Schüler. So, die nennen wir jetzt einfach mal Schüler. Und da haben wir dann in wenigen Klicks die Möglichkeit, für diese Schülergruppe eine ganz besondere Regel oder besondere Regeln hier einzustellen und das auf sehr einfache Art und Weise. Zum Beispiel könnten wir sagen, für die Schüler soll die Regel, die wir gleich hier definieren, nur von 8 bis 5 gelten. Oder wir könnten sagen, wir nehmen hier einfach nur den Samstag und den Sonntag raus, weil diese Tage für uns unrelevant sind. Das heißt also, wenn es zum Beispiel einen Tag der offenen Tür gibt an einem Samstag, dann gelten für die Schüler andere Regeln als unter der Woche und haben hier natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze hier manuell einzustellen. So, also einmal haben wir hier diese Timing-Option und dann können wir hier auch ganz bestimmte Bandbreitenregeln für diese Schülergruppe aufsetzen. Das heißt, wir können sagen, wir möchten hier einfach mal ein individuelles Bandbreitenlimit definieren und können dann also hingehen und hier für diese Gruppe die Bandbreiten runterschrauben, so wie wir lustig sind. Also wenn wir ganz gemein sind, sogar auf 100 Kilobyte. So, das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir hier auch die Option, Firewall-Regeln hinzuzufügen, zum Beispiel, indem wir hier auf diese Option hier klicken und können dann über die Layer 7 Firewall Rule ganz einfach hingehen und sagen, wir möchten für diese Schülergruppe, möchten wir einfach grundsätzlich mal bitte alles an Video und Musik sperren, was es so im Netzwerk gibt. Wir möchten außerdem alles an Gaming sperren. Oder wir möchten außerdem vielleicht, was haben wir denn hier noch Interessantes dabei? Hier, solche Geschichten. Wir möchten vielleicht einfach mal hier Instagram individuell rausnehmen. Dann haben wir die Option, das einfach über die Firewall Layer 7 ganz schnell zu tun. Dann können wir hier natürlich auch bestimmte Website-Kategorien rausnehmen. Das heißt also, wenn wir hier auf Append gehen, können wir hier zum Beispiel sagen, Abuse Drugs möchten wir rausnehmen, Adult Pornography, Alcohol, Tobacco, solche Geschichten, die eben für diese Zielgruppe eher schlecht ist und können natürlich gleichzeitig auch gewisse URLs whitelisten, zum Beispiel die Webseite unserer Schule. Dann außerdem haben wir hier auch noch eingebaut unsere extra Restricted YouTube Content Regel, das können wir einfach hier enablen und können dann sagen, wir möchten hier auf das Level Strict, also streng gehen und hier die strengsten YouTube for School Regeln verfolgen.
So, das sind jetzt einfach mal nur so ein paar Beispiele, die ich Ihnen zeigen wollte. Das heißt, nehmen wir jetzt hier einfach mal an, wir hätten diese Regel aufgesetzt für Schüler. Dann könnte ich jetzt hier hingehen, das Ganze speichern und hätte damit diese neue Group Policy für unsere Schüler aufgesetzt. Was ich dann machen kann, ist, ich kann zum Beispiel hier mal auf unsere Clients Page gehen. So, und ich konnte das übrigens nicht speichern, weil ich keine Admin-Rechte habe. Deswegen geht das leider nicht, aber wir erinnern uns jetzt einfach mal dran. Ich kann dann jetzt hier auf diese Clients Page gehen und kann mir hier entweder einzelne Clients sofort raussuchen. Oder ich kann hier einfach mal auf der Topologie gucken und sagen, hier, was ist eigentlich so in meinem Netzwerk los? Das heißt, ach, habe ich jetzt Topologie gesagt? Ich meine natürlich Piechart. So, in der Piechart kann ich dann sehen, welche Anwendungen werden hier in meinem Unternehmen, in dem Fall in San Francisco, am meisten genutzt. Und dann habe ich das Ganze nochmal pro Kategorie hier einsortiert. Das heißt, also hier sehe ich zum Beispiel, dass ich in der Kategorie Video YouTube ganz weit vorne habe. Und so kann ich mich weiter durch diese Liste klicken und mir zeigt die Security-Lösung hier von Meraki dann noch an, beispielsweise Musikanwendungen, die sehr viel Bandbreiten in Anspruch nehmen und so weiter und so fort. So, hier in Social Media habe ich natürlich hier so Facebook und Instagram dabei. Das überrascht natürlich jetzt hier auch keinen. Wenn ich dann so eine Anwendung wie eine Videoanwendung habe, die auch viel Bandbreiten in Anspruch nimmt, zum Beispiel hier wie YouTube, kann ich da auch einfach mal drauf gehen und dann zeigt mir das Dashboard innerhalb von wenigen Sekunden, wie Sie jetzt hoffentlich gesehen haben, welche Nutzer wir jetzt im Netzwerk haben, die da also sehr zu dieser Regel beitragen. Das heißt, die also sich sehr viel auf YouTube aufhalten. Und hier haben wir zum Beispiel einen Kollegen mal dabei. Den könnte ich dann jetzt hier mal im Gebäude aufsuchen, wenn ich mich jetzt hier mal so rauswähle. Ach nee, das ist kein gemanagtes Gerät, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wenn wir jetzt ein Device dabei haben, was wir eben auch über unseren Systems Manager managen, haben wir dann auch die Möglichkeit, gewisse Policies auf dieses Gerät draufzuspielen. Ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Beispiel, zum Beispiel hier Netflix, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Und wen nehme ich dann da mal? Dum, 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 dum. Ja, dann nehme ich doch einfach mal, ja, so, dieses Gerät und habe dann die Möglichkeit, über die Policy-Funktion dem Kollegen Tyler, der jetzt in dem Fall also sehr viel auf Netflix sich rumgetrieben hat, habe ich dann die Möglichkeit, ihn entweder individuell zu blockieren vom Netzwerk oder eben hier auf diesen Reiter Group Policy zu gehen und hätte dann automatisch diese Group Policy, die wir eben festgelegt haben für Schüler, hier zur Verfügung, wäre in meiner Liste aufgeführt und ich könnte die Regel eben sofort drauf drücken sozusagen für dieses Gerät. In dem Fall nehmen wir jetzt doch einfach mal nur Video, das passt ganz gut, würde das speichern und somit hätte er nicht mehr die Möglichkeit, zu viel Bandbreiten für Videoanwendungen zu nutzen. Wenn wir jetzt die Schüleranwendung nehmen würden und es hier ein Schüler wäre, dann hätten wir mit dieser Schülerregel, die wir eben definiert haben, natürlich auch noch weitere Kategorien gleichzeitig auch für diesen Kollegen hier dann abgedeckt, also zum Beispiel diese strikte YouTube-Regelung und URLs und Content, den wir gesperrt hatten für diese Gruppe. Was wir auch machen können, ist natürlich einfach, ohne über die Group Policy zu gehen, sondern einfach auf die Firewall von Meraki zu gehen und haben dann einfach die Möglichkeit, über die Layer 7 Firewall Rules gewisse Firewall Rules einfach innerhalb von 3 Klicks zu sperren. Das heißt, hier gehe ich einfach mal auf Add a Layer 7 Firewall Rule drauf. Suche mir dann hier mal eine Beispielkategorie raus, so wie eben Netflix. Also die fällt dann natürlich unter Video und Musik. Dann suche ich mir hier Netflix raus und habe dann, wie Sie jetzt gerade gesehen haben, in 3 Schritten Netflix in dem Fall jetzt ganz netzwerkweit gesperrt. Das heißt also, das, was wir eben gemacht haben, ist,
User in verschiedenen Gruppen einzukategorisieren, je nachdem auch einzelne Clients auf Group Policies draufzusetzen. Und das, was wir jetzt hier gemacht haben im Sinne der Layer 7 Firewall Rule, ist, dass wir eben Netflix als Beispiel genommen haben und in dem Fall Netflix komplett aus dem ganzen Netzwerk eben gesperrt ist und nicht mehr zur Verfügung steht. So, das sind jetzt einfach mal so ein paar Schritte, die ich Ihnen zeigen wollte, die Sie eben über die Security-Lösung von Meraki sehr, sehr schnell und simpel erledigen können. Außerdem haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu monitoren, also zu überwachen. Zum Beispiel einfach hier unter Appliance Status sehen Sie jetzt gleich eine Übersicht des MX im kompletten Netzwerk. Das heißt, also hier haben Sie einmal eine Live-Port-Übersicht von unserem MX. Sie sehen hier nochmal die historischen Daten und die Network Usage und haben hier alle Netzwerkdaten auf einen Blick inklusive Seriennummer. Wir können hier auch nachvollziehen, dass die Firmware up-to-date ist und so weiter. Dann haben wir hier Informationen über unseren kompletten Uplink-Traffic. Das heißt, wir sehen hier alle Uplink-Details, also zum Beispiel die Latenz und die Verlustrate für konfigurierte Uplinks und das Ganze ist natürlich live. Und dann haben wir hier auch noch Tools natürlich. Das heißt also auch hier für das Security Grade von Meraki haben wir auch wieder Werkzeuge, um unser MX zu troubleshooten. Und das Coole ist natürlich auch, dass wir einen Packet Capture machen können. Und da kann man dann sehen, ob zum Beispiel der MX Traffic blockiert, den er eigentlich rausschicken sollte und so weiter. Oder wir können hier einfach mal das Gerät anpingen aus der Ferne und bekommen jetzt hier sofort die Verlustrate und die durchschnittliche Latenz eingespielt. Dann haben wir für unseren MX natürlich auch noch weitere Konfigurationsoptionen, wie wir die hier alle aufgeführt haben. Angefangen mit Addressing und VLANs. Hier beispielsweise haben wir die Möglichkeit, innerhalb weniger Klicks ein VLAN aufzusetzen. Auch hier muss ich jetzt nochmal scrollen, weil wie Sie sehen, haben wir hier einige VLANs aufgesetzt. Da würden wir jetzt hier einfach ein neues VLAN hinzufügen und können uns jetzt hier einfach mal etwas ausdenken, zum Beispiel unser Buchhaltungsteam. Das heißt, die Buchhaltung soll ein VLAN bekommen. Und dafür habe ich also dann dieses Template, wie Sie sehen können, das also wirklich sehr simpel gemacht ist, wo Sie dann einfach alle Daten in Windeseile einfach eingeben können. Ich denke mir jetzt hier einfach nur mal was aus. Und dann haben Sie auch hier wieder die Möglichkeit, genauso wie auch bei der Group Policy, dann gewisse Also hier haben Sie dann die Möglichkeit, die Group Policies, über die wir eben gesprochen haben, auch nochmal auszuwählen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier ein VLAN für Schüler aufgesetzt hätten, dann könnte ich das von mir eben fantasievoll aufgesetzte, die Schüler Group Policy hier auswählen. Für unsere Buchhaltung würde vielleicht eine Accounting Group Policy in Frage kommen und habe dann also hier wirklich sofort die Option, die Group Policy sofort hier rauszusuchen und kann dann auch noch sagen, sollen die am VPN teilnehmen oder nicht. Jetzt sage ich mal für die Buchhaltung lieber nicht und bleibe jetzt hier mal auf No. Kann das Ganze updaten, wenn ich Admin Rights habe und habe dann in wenigen Sekunden eine Buchhaltungs-VLAN aufgesetzt. Also wirklich ganz, ganz schnell. Im nächsten Schritt könnte ich dann zum Beispiel auf unser Site-to-Site-VPN gehen und da werden wir dann jetzt auch gleich sehen können, dass also auch die Geschichte Site-to-Site-VPN wirklich schnell aufgesetzt und erledigt ist. Und zwar in drei Klicks. Und da haben wir an erster Stelle die Option, uns hier einen Type auszusuchen. Wenn wir dann auch bei Meraki manchmal vielleicht dann nicht ganz sicher sind, was soll das heißen, haben wir natürlich hier auch immer diese Info-Buttons, auf denen wir dann nochmal nachlesen können, was hier an der Stelle gemacht werden kann. Und da kann ich das Ganze, den Type natürlich auf Hub oder Spoke setzen. So, wir bleiben jetzt hier mal auf Hub und habe dann alle Local Networks, also alle VLANs, die wir eben über die Seite, die ich Ihnen kurz davor gezeigt habe, automatisch in dieser Liste aufgeführt.
Das heißt, hier sehen wir jetzt alle VLANs aufgeführt, die jetzt am VPN teilnehmen oder nicht teilnehmen. Hier zum Beispiel haben wir ein MX-IT-VLAN, das nicht teilnimmt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Einstellung hier aber über diese Seite für dieses VLAN ändern, kann ich jetzt hier auch einfach auf Yes gehen und habe das innerhalb von einem Klick hier erledigt. Oder auch Cisco 20 und Cisco 21 kann ich sofort auch hier einfach rausnehmen. Das Ganze erledigen Sie auf der anderen Seite auch nochmal und dann haben Sie wirklich innerhalb von wenigen Sekunden ein Side-to-Side-VPN aufgesetzt. Das Ganze ist auch noch möglich für Non-Meraki-VPN-Peers. Da haben wir jetzt in dem Fall keine in unserer Liste, aber das geht natürlich auch. Und was Sie hier auch nochmal erledigen können, ist eine Side-to-Side-Outbound- oder Side-to-Side-Inbound-Firewall-Regel gesondert eben für Ihr Side-to-Side-VPN. So. Das ist also eine weitere Option, die Sie mit unserer Security-Lösung haben. Und dann das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte. Wir wollen es jetzt auch nicht ganz übertreiben, aber das wird mit Sicherheit auch für Sie interessant sein, ist das Thema Traffic Shaping. So. Ja. Und hier können Sie natürlich dann einmal einsehen Ihre Uplink-Konfiguration. Und dann haben wir hier auch nochmal, wenn wir ein bisschen weiter nach unten sehen, gehen, sehen wir hier auch nochmal die Global Bandbreitenlimits, also die globalen Bandbreitenlimits, die wir pro Client festgelegt haben. Bei Meraki sind wir da großzügig, da haben wir gesagt, wir limitieren das Ganze nicht, haben dann aber hier zusätzlich noch Traffic Shaping Rules aufgesetzt. Und da können wir dann jetzt hier einfach mal eine hinzufügen. Und zwar könnten wir jetzt hier hingehen und sagen, wir möchten bitte das Thema, na, wo haben wir es denn, Videoconferencing, möchten wir bitte immer priorisieren, Voice-over, IP und Videoconferencing und sagen dann, für Videoconferencing soll es niemals ein Limit geben, das ignorieren wir, die Priorität ist sehr hoch. Und dann können wir das ganze Thema hier auch nochmal hochziehen und haben es priorisiert vor der zweiten Regel und stellen damit sicher, dass also wirklich Voice-over, IP und Videoconferencing immer priorisiert wird und da die, eben die Bandbreiten für sozusagen reserviert werden. Dann können wir hier natürlich das Gleiche auch im Umkehrschluss machen und sagen, wir möchten bitte beispielsweise für Gaming mal eine Regel festlegen für alle PlayStation Gaming-Kategorien möchten wir bitte hier einfach mal, möchten wir hier ein Limit festlegen und es komplett runterschrauben, weil es auf der Arbeit einfach kein Thema sein sollte und die Priorität lassen wir mal bei Normal oder gehen auf Low. Solche Geschichten können wir dann, wie Sie sehen, für einzelne Anwendungskategorien oder für einzelne spezielle Anwendungen hier in wenigen Schritten festlegen und dann eben Bandbreiten für verschiedene Anwendungen oder Anwendungskategorien hier limitieren. So, das war jetzt also ein kleiner Überblick über unsere Security im Meraki Dashboard. Ich hoffe, das war schon mal ein guter Einblick für Sie. Was wir also heute gesehen haben in der Demonstration, ist, dass Sie wirklich ein vereinfachtes Netzwerkmanagement durchführen können für Ihre Security-Lösung mit Meraki. Sie können Ihre Security natürlich einfach einrichten und verwalten. Sie haben gesehen natürlich, dass Sie in wenigen Schritten einzelne Konfigurationseinstellungen aufsetzen können. Sie bekommen höchste Verfügbarkeit und Redundanz über Meraki und haben Business-Anwendungen der nächsten Generation. Hier haben wir jetzt einfach mal zwei Beispiele von Meraki-Kunden, die eine Security-Lösung von uns im Einsatz haben. Im Falle von der Coop sind es sogar über 250 Filialen, die Security von uns nutzen und damit alle Supermärkte und Gartencenter vernetzen. Oder ein ganz anderes Beispiel ist hier die Ecole Lemania. Das ist also eine Sprachschule in der Schweiz in dem Fall, die Security im kleineren Stil auch einsetzt und damit natürlich die Möglichkeit hat, beispielsweise so eine Art Schüler
ja, Schülergroup Policies einfach aufzusetzen, Schüler-SSIDs und so weiter und auch Anwendungen sehr schnell zu sperren, ohne dabei ein großes IT-Team im Rücken zu haben. Wenn Sie sich für die Case Studies interessieren, wenn Sie mehr darüber lesen möchten über Security, dann gehen Sie einfach auf den Reiter Customer auf unserer Webseite und da können Sie dann auch sich einfach die Kategorie Security aussuchen und dann nochmal nachlesen, verschiedene Case Studies, die sich dann auch um das Thema Security drehen. Hier auf dieser Slide sehen wir jetzt mal die Produkte, wie sie also aussehen. Und wie Sie da sehen können, haben wir da verschiedene Geräte für unterschiedlichste Anforderungen. Also haben wir angefangen mit dem MX64 und MX65, die auch wireless fähig sind. Haben wir zwei Geräte für kleinere Standorte von ungefähr 50 Nutzern und einem und natürlich PoE-Ports bei unserem MX65 inklusive. Dann haben wir für mittelgroße Zweigstellen von 200 bis 500 Nutzern unseren MX84 und MX100. Und die größten Geräte sind unsere MX400 bis MX600, die für 2000 bis 10.000 Nutzer dann in Frage kommen. Das heißt also, ganz egal, was Sie für einen Anwenderfall haben, ganz egal, was Ihre Hintergründe sind, wie viele Nutzer Sie dann abdecken müssen, wie Sie sehen können, gibt es hier ganz verschiedene Möglichkeiten von Meraki, um das Security-Thema abzudecken. Außerdem hinzu kommen natürlich noch unsere Zedborn Telearbeiterlösung, die Sie einsetzen können für Telearbeiter und zwar von 1 bis 5 Nutzern. Das habe ich jetzt, wollte ich einfach nur noch kurz hier an der Stelle erwähnen. Und wenn Sie sich dann weiter informieren möchten, dann kann ich an der Stelle noch erwähnen, dass unser komplettes Meraki-Modell oder das Meraki über ein One-to-One-Lizenz-Modell funktioniert. Das heißt, Sie haben die Hardware auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere Lizenz. Und da gibt es zwei verschiedene, einmal die Unternehmenslizenz und einmal die Advanced Security-Lizenz und das Ganze dann jeweils für verschiedene Jahresmodelle. Die Unternehmenslizenz deckt ab die Firewall, Site-to-Site-VPN, Branch-Routing, Link-Bonding, Failover-Application-Control, also die Anwendungskontrollen, die wir eben gesehen haben, Web-Catching und Client-VPN. Und in der Advanced-Security-Lizenz sind dann alle links aufgeführten Features inklusive plus Content-Filtering mit Safe-Search, Malware-Protection, Intrusion-Prevention und Detection und die geobasierte Firewall. So wie Sie es vielleicht, wie Sie sich vielleicht erinnern können, was ich auch zu Anfang des Webinars schon gesagt habe, deckt das Meraki Fullstack, also unsere Komplettlösung, natürlich auch noch andere Netzwerkprodukte ab, an die ich Sie jetzt hier kurz nochmal erinnern möchte. Und zwar haben wir natürlich die Access Points, unsere Security-Lösung, die wir heute gesehen haben, Switches, unser Mobility Management, Meraki Insight und auch unsere Überwachungskameras. Das heißt, ein komplettes IT-Portfolio, das Sie vollständig managen können über die Meraki Cloud. Die nächsten Schritte, die ich Ihnen jetzt an der Stelle empfehlen würde, sind natürlich, wie immer, machen Sie einfach mal einen kostenlosen Produkttest. Wenn Ihnen das Webinar heute gefallen hat, wenn Sie sagen, Sie möchten die Security-Lösung von Meraki einfach mal ausprobieren, dann ist es ganz egal, für welches Gerät Sie sich da entscheiden, ob es der MX84 ist oder MX400. Sie können unsere Security-Lösung jederzeit gerne kostenfrei testen. Und dafür gehen Sie einfach auf unsere Webseite unter eval, E-V-A-L oder melden sich bei Ihrem Ansprechpartner bei Meraki direkt. Suchen Sie unsere Webseite auch nochmal gerne, wenn Sie die einzelnen Feature-Informationen zu den Modellen abrufen möchten oder wenn Sie sich nochmal andere Webinar-Termine ansehen wollen oder eben die Case Studies lesen möchten. Und last but not least, möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen, für die Teilnahme am Webinar heute bekommen Sie Ihren kostenlosen Access Point, wenn Sie bis jetzt noch keinen von uns erhalten haben als Promotion und natürlich, wenn Sie kein Partner und Reseller sind. Ansonsten als Teilnehmer von unserem Webinar haben Sie Anspruch auf einen kostenlosen Access Point und den erhalten Sie, wenn Sie sich gleich nochmal bei Ihrem Ansprechpartner bei Meraki melden. Die Kontaktinformationen finden Sie in der Reminder-E-Mail, die Sie gestern im Postfach gehabt haben sollten.
Wenn Sie die jetzt nicht mehr finden können, dann sagen Sie mir kurz Bescheid gleich im Webex, dann schaue ich nach, wer Ihr Ansprechpartner ist und sage Ihnen die Kontaktinformationen. Und natürlich, wenn Sie nochmal ausführlichere Fragen haben, dann auch bitte an Ihren Ansprechpartner bei Meraki wenden. Der freut sich und ja, freut sich, alle Fragen von Ihnen natürlich zu beantworten. Ja, und somit ist das Webinar jetzt an der Stelle auch wieder vorbei. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Überblick über die Security-Lösung von Meraki bekommen und wünsche Ihnen jetzt an der Stelle einfach noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Webinar. Bis dann.